Hört ihr das? Naja, das ist eine Stadt, das ist Bristol. Und in Bristol bin ich gerade. Denn ich brauche eine sogenannte National Insurance Number und die habe ich mir gerade in einem Jobcenter geholt. In diesem Jobcenter gibt's die und die gibt's leider auch nicht näher dran an Monmouth. Das heißt, ich musste extra hierher fahren nach Bristol. Und genau wie München ist Bristol eine sehr, sehr belebte Stadt. Viele Autos fahren hier im Stadtzentrum und man ist als Fußgänger auf Ampeln angewiesen, auf ein sehr komplexes Ampelsystem hier. Jedes kleine Sträßchen hat hier eine Ampel und die braucht man hier auch unbedingt, weil wenn man hier einfach über die Straße geht, dann wird man, glaube ich, einfach überfahren. Das ist einfach so. Die scheinen hier nicht so viel Rücksicht zu nehmen auf Fußgänger wie mich. Ja, und wie es auch so sein muss in Großbritannien, ich bin jetzt in England, nicht mehr in Wales, bin ja über die Grenze drüber gefahren, regnet es wunderschön. Ich habe zum Glück meinen Regenschirm dabei. Das heißt, ganz typisches Wetter hier in Bristol. Ich überquere jetzt hier gerade wieder eine Straße. Schön brav über die Ampel. Ich gehe auch wirklich nur dann, wenn es grün ist, weil ich echt Angst habe, dass wenn ich hier über Rot gehe, ja, dann war's das. Ah, da ist gerade wieder einer über Rot gegangen. Hupen tun sie ja nicht. Ich glaube, die steigen dann nur ziemlich heftig auf die Bremse und regen sich dann ziemlich auf, wenn hier einfach jemand drüber läuft. Und wieder rennt jemand bei Rot drüber. Da kommt jetzt auch ein Bus. Der fährt hier mit relativ entschlossener Geschwindigkeit, würde ich behaupten. Ach, jetzt habe ich wieder grün. Ich bin jetzt insgesamt über, warte mal, 1, 2, 3, 4, 4, ja doch, 4 Einzelampeln gegangen, um eine Straße zu überqueren. Ja, wie muss man sich denn die Bristol-Innenstadt so vorstellen? Es ist im Großen und Ganzen gar nicht so viel anders als die meisten Städte, auch in Deutschland. Viele Fußgänger in der Fußgängerzone natürlich, bei den Geschäften. Und was aber hier schon ein bisschen auffälliger ist, was ich in München nicht so sagen kann, das sind ganz eindeutig die Bettler. Hier gibt es einen Haufen Bettler. Ich wurde vorhin auch schon angequatscht, von wegen, ob ich nicht ein paar Pennies hätte für ein paar arme Leute, die hier auf der Straße leben. Und ich muss jetzt auch gleich wieder hier durch. Zurück durch das Stadtzentrum zu meinem Auto. Das habe ich nämlich geparkt in einem Parkhaus, weil es hier auch verdammt schwierig ist, auf der Straße einen Parkplatz zu bekommen. Dann hatte ich vorhin noch das Problem, dass ich nämlich eigentlich durch mein Navi dorthin gelotst wurde, zu diesem Jobcenter, aber mein Navi mir einen Weg gezeigt hat, wo dann blöderweise eine Straße gesperrt war und ich deshalb eine Umleitung fahren musste und mein Navi mich dann wieder komplett umgelotst hätte. Und jetzt habe ich gedacht, ich fahre einfach mal ins nächste Parkhaus und schaue, dass ich den restlichen Weg zu Fuß finde. Jetzt befinde ich mich gerade in der Corn Street. Das ist hier die Pedestrian Zone, die Fußgängerzone. Und von hier aus sieht man so zwei Türme direkt nebeneinander. Ein Turm, das scheint mehr so eine Art Erker zu sein für ein größeres Haus. Und der andere könnte zu einer Kirche gehören, immerhin. Gibt es da so ein Kreuz oben drauf. Ich mache für euch mal ein Foto, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Ich bin jetzt gerade ein Stück weiter gegangen. Da fliegt irgendwo ein Hubschrauber über Bristol drüber. In der Straße, die ich gerade überquert habe, in dieser Straße, da stehen ein Haufen Polizeiwagen. Ich weiß nicht, irgendwas muss passiert sein hier in der Nähe. Übrigens, der Turm von diesem Bild, das ich euch da jetzt gerade gemacht habe, der Turm ganz hinten, also quasi links im Bild, das ist der Turm von der All Saints Church, also der Kirche aller Heiligen. Und die ist jetzt gar nicht mehr zugänglich. Also die zumindest nicht für die Öffentlichkeit. Schade, sonst wäre ich mal reingegangen. Also ihr hört, es regnet hier auch immer heftiger langsam. Ich glaube, ich mache mal ein Foto von mir mit diesem Regenschirm.
weil ehrlich gesagt, ihr müsst euch vorstellen, ich bin hier gerade in meinem Arbeitsgewand. Ja, ich habe keine Regenjacke. Ich bin hier in meinen schicken Schuhen, in meinem schicken Outfit. Ja. Und lass mich hier gerade voll regnen. So schaut's aus. Jetzt laufe ich wieder an zwei so Hippies vorbei. Keine Ahnung, was die machen. Wahrscheinlich irgendwie für ein grüneres Bristol werben. Naja. Kann ich schon verstehen, so grün ist es hier nicht. Hier stehen hin und wieder mal ein paar Bäume. Aber ich weiß auch gar nicht, ob Bristol einen größeren Park hat. Naja, vielleicht kann man auch ein grünes Bristol nicht einfach mit einem Park gleichsetzen. Wahrscheinlich eher weniger. Ist ja auch völlig egal. Jedenfalls laufe ich hier gerade wieder Richtung Auto. An einem Tesco vorbei. Und jemand, der mir hier eine Zeitschrift anbieten möchte. Und... Sorry? Not when you're speaking on that. Oh yeah, I'm speaking. Yeah, I'm making an audio log, you know. Because I'm from Germany, actually. Oh yeah? Yeah. And yeah, I'm just working, not in Bristol, but somewhere else. Oh yeah. So, what are you doing? I'm selling the first Pikachu. Oh yes, what is that magazine here that you're selling? It's for the homeless, help the homeless out. Oh, it's for the homeless. Yeah. Okay, how much is it? 250. 250? Yeah. Pounds? Yeah. Not euros? Pounds. No euros. Oh, so sorry, I only have euros in my pocket. That's okay, no. Would you like me to give you euros? I don't know, can you change them? I'm not quite sure either. I think you can change them in the shop down there, but I don't think they work the same. Alright, maybe I'll go and see if I can change. Yeah. Alright, see you. Right. Ja. Das war jetzt ein Gespräch mit einem der, ja, sowas wie, wie heißt diese Zeitung bei uns in München, die die ganzen Obdachlosen immer verkaufen? Biss oder so? Ja, auf jeden Fall hätte ich ihm jetzt vielleicht eine abgekauft. Aber andererseits ist es so, ich muss wirklich langsam wieder zurück. Und ja, ich muss auch zugeben, ich habe tatsächlich nicht nur Euros in meinem Geldbeutel. Oh, ich bin schon sehr böse, dass ich ihm jetzt keine abgekauft habe, oder? Dass ich ihn auch noch angelogen habe. Oh ja, mein Gewissen. Ja, Leute, ich habe jetzt echt ein schlechtes Gewissen. Ja, wisst ihr was, ich gehe jetzt wieder zurück und kaufe ihm doch eine ab. Ja, okay, ich gehe jetzt wieder zurück und kaufe ihm tatsächlich so ein Magazin ab. Das Gute ist, ich habe sowieso nichts zum Lesen zu Hause, bis auf ein paar deutsche Bücher, und mal was auf Englisch zu lesen, ist ja eigentlich auch gar nicht schlecht. Und ich bin wirklich gespannt, was da drin steht. Ich habe nämlich noch nie so eine Obdachlosen-Zeitschrift, ich kann schon nicht mehr reden, eine Obdachlosen-Zeitschrift gekauft. Und ich möchte natürlich auch wissen, ob er selber obdachlos ist und ob er das deswegen macht. Jetzt renne ich wieder gleich an einem Hippie vorbei. Und ja, ich renne hier mit meinem Mikrofon, deswegen trauen die Leute sich auch überhaupt nicht, mich anzusprechen mehr. Das ist wirklich praktisch. Das heißt, je mehr ich hier erzähle, desto weniger werde ich irgendwie angequatscht, von wegen haben sie Geld für mich. Ja, jetzt steht er hier und will mir tatsächlich eine Zeitschrift verkaufen. Oh yes, I got 5 pounds here. Can you change? Yeah. Oh great. Thank you so much. So you can have a bit of silver then. Okay, great. Oh yeah. Oh, they're looking great. Oh, thank you very much. These are 2.50 now? Yeah, 2.50. Oh, these are 50 pence, okay. Yeah. Oh, I've got to get used to the currency, you know. Have you had it before? No? No, I haven't had it before. So yeah, strange. But, yeah, but you've been using a credit card or something. Sorry? You've been using it on a card, can't you? Yes. Because, like, imagine tonight you can't use euros. No, I cannot only use euros. There are some shops, like souvenir shops, that accept euros. I don't. Yes, but only in Cardiff. I was in Cardiff, you know. Oh, Cardiff. In Cardiff, in Wales. Yeah, yeah. Down the road, isn't it? Yeah, down the road. Yeah. Oh, yeah. I would like to know, like, are you homeless yourself? I'm homeless myself, yeah. But I'm doing something about it. I'm just waiting for the big issue. Yeah, I've been helping them out, get a birth certificate sorted, then a passport, then next step, get someone to live, you know what I mean? Okay, so, but you're earning money doing this? Yeah, I'm earning my own money. I'm not begging, asking people for money.
Yeah, no, I think that's really better. Like, better than staying in the streets and just asking for money. Yeah. So you see a lot of people just sitting around begging. You know what I mean? Yes, they are. But I can't do that. You can't do that. I understand. Because, you know, I come from Munich, Germany, and there are really almost no beggars in the streets. And, yeah, so this is really near to me, you know. Is it? Yes. Right. So. But I thought this was worldwide. Oh, is this? Yes, we have something like that too. Yeah. Yes. We also have people who sell magazines in the street. Yeah. Just like you. Yeah, because what I've been told, there's 14 different countries that sell this. You know what I mean? It goes as far as Japan as well. You know what I mean? Does it? You know what I mean? So it's international. Yeah. Great. Yeah. You're doing something international. This is Mr. International. Let's shake hands. Have a good time. Yeah. Take care. And you. See you. Oh, thank you. Bye. You're welcome. Right. Bye. Oh, das hat ihm jetzt echt Freude gemacht. Hat er jetzt richtig gelächelt. So, und nachdem ich heute doch noch eine gute Tat begangen habe, mache ich mich jetzt tatsächlich auf den Weg wirklich nach Hause, weil ich einfach jetzt langsam die Schnauze voll habe von diesem Bristol, weil es regnet. Andererseits, ach ja, irgendwie sind die Leute gar nicht so unnett. Mache ich noch einen kurzen Check in meiner Tasche, ob mir auch ja kein Geldbeutel hier geklaut worden ist. Ich habe nämlich zwei dabei. Einen für die Euros und einen für die Pfund. Aber ja, ist noch alles da. Sehr gut. Cool, jetzt habe ich was zum Lesen und ich wünsche euch allen eine schöne Zeit, die ihr mir zuhört. Und bis bald!